Mein Name ist Peter Henning vom Kongresskomitee der LearnTech. Im LearnTech-Team erreichen uns derzeit viele Fragen. Deshalb wollen wir im Folgenden ganz kurz ein paar Hinweise zum Thema Homeoffice geben. Sicher ist das nicht für jeden Arbeitsplatz sinnvoll. Bei den meisten Berufen gehört aber heute dazu, am Computer zu arbeiten und zu kommunizieren und sich in Besprechungen mit anderen Menschen zu treffen und auszutauschen. Dieser Teil der Tätigkeit kann auf jeden Fall in ein Homeoffice ausgelagert werden und wird dort meist sogar effizienter erledigt als vom Firmenarbeitsplatz aus. Das zeigen alle relevanten Studien seit vielen Jahren. Mitarbeiter sind darüber hinaus motivierter, glücklicher und weniger krank, wenn sie von daheim aus arbeiten können und arbeiten in der Regel sogar mehr. Dieser Aspekt ebenso wie der Kontrollverlust des Unternehmens zeigen aber, dass klare Vereinbarungen über eine Homeoffice-Tätigkeit notwendig sind. Das reicht von der Ausstattung des Arbeitsplatzes über Kernzeiten und Erreichbarkeit bis zum Datenschutz. Auch die Haftungsfragen müssen vorher geklärt werden. Schauen Sie auf den eingeblendeten Link für weitergehende Informationen. Hat man dies berücksichtigt, stehen auch einem kurzfristigen Test dieser modernen Arbeitsform keine Hindernisse mehr im Weg. Wann, wenn nicht jetzt, lässt sich das für Ihr Unternehmen und Ihren Arbeitsplatz ausprobieren? Noch ein Tipp zum Schluss. Damit Sie die höhere Effizienz im Homeoffice nutzen können, sollten an die Stelle von starren Zeitvorgaben bei der Arbeit inhaltliche Ziele treten. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Kurztipps eine kleine Hilfe gegeben zu haben, ob Homeoffice für Ihr Unternehmen und Ihren Arbeitsplatz sinnvoll ist.